gleich mal kurz gucken, wie ich hier die Präsentation weiterklicke. Also Titel ist heute, wie kommuniziere ich den Wechsel zu einem neuen Intranet? Und deswegen freue ich mich mega, dass Frank dabei ist, weil er war eine ganz zentrale, hat eine ganz zentrale Rolle beim Wechsel gespielt bei MAN. So, Frank, wie klicke ich ein Slide weiter? So. Ja. Also, unser CEO sagt ja ganz oft, think big, start small. Und das bringt ja Kommunikatoren dann in so ein bisschen so ein Dilemma, ja. Was erzählen sie denn? Also, welche Story erzähle ich denn jetzt zum neuen Intranet? Und ich habe, also wir Kommunikatoren würden ja immer mit so einer Why-Kommunikation starten, ja. Warum braucht es ein neues Intranet? Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, in so einem internen Sales-Prozess war das gar nicht so gefragt, die Geschichte. Also hat mich auch erstaunt, aber wenn ich erzählt habe, wir brauchen ein neues Intranet, dann hieß es ja klar, das ist 15 Jahre alt, natürlich brauchen wir ein neues Tool. Und wenn ich dann in größeren Gremien war und erzählt habe, wir brauchen ein neues Intranet, damit wir jetzt wirklich alle Mitarbeiter erreichen, dann waren die Leute immer eher so ein bisschen geschockt. So, wie, ihr erreicht nicht alle Mitarbeiter, seid doch die interne Kommunikation oder seid doch die Unternehmenskommunikation. Und ich habe dann ganz schnell gelernt, so mit so einer Why-Kommunikation komme ich jetzt nicht so richtig weiter. Und jeder wollte eigentlich nur wissen, wie sieht denn das neue Intranet jetzt aus? Also ich bin ganz schnell umgeschwenkt zu einer What-Kommunikation. Und ja, da kommt Frank ins Spiel, weil ich hatte damals bei MAN das Glück, einen Workshop mit Frank Wolf zu haben. Stuffbase war damals noch nicht so groß. Das heißt, ich konnte mit einem der Gründer mal einen Tag verbringen, was sehr wertvoll war. Und Frank hat mir geholfen, so ein Bild zu zeichnen. Ja, also er hat gesagt, Steffi, stell dir vor, deine Mitarbeiter öffnen in der Früh das Intranet. Was finden sie? Also das ist das, was du vorher in der Einleitung auch schon erzählt hast, Frank. Dieser für sie vorbereitete Raum. Ja, also sie sehen den für sie relevanten Content in ihrer Sprache und denkt das weiter. Und das war eben das, was ich gemacht habe und in ein Konzept gegossen habe. Und das war die Story, die ich erzählt habe. Also die war damals 2019 eben ganz stark auf Personalisierung ausgelegt. Würdest du das immer noch empfehlen? Also dieses kreiert euch ein Bild, eine gute Story zu eurem neuen Intranet? Absolut, absolut. Du hast halt die Herausforderung, du hast es eben so schön gesagt, dass du kannst ganz viel über Strategie reden. Und in dem Moment, wenn du 30 Slides zeigst, diese eine Slides, wo du irgendwas, ein Screen, ein Bildschirm zeigst, in dem Moment wacht jeder auf im Raum und sagt, ah, okay, jetzt kann ich mir das vorstellen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, ich finde das aber so ein Problem von Intranets, weil es wird immer nur an einem Screen gezeigt und irgendwie niemand hat dann wirklich Lust, sich mal tiefer reinzubegeben, warum tun wir das. Ne? Ja. Und du hast so ein Stück weit einen Trend, dass man sagt, eigentlich ist ein Intranet nur ein Kommunikationskanal. Es gibt andere Tools, es gibt sowas wie Microsoft Teams mittlerweile. Muss man sich fragen, wie steht das dazu? Wie steht vielleicht eine Mitarbeiterzeitung noch dazu, die man immer noch hat? Wie sind vielleicht die Screens dazu? Also ich glaube, Visualisierungen helfen, dem einen oder anderen zu verstehen, was man möchte. Ne? Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn du so ein Screen zeigst, ne? Und da steht irgendwo, willkommen Steffi oder Stefanie, ja? Oder da steht meine Nachricht. In dem Moment verstehen alle, sehen den Screen und sagen, ah, ihr wollt das also personalisieren. Ja? Also du hast vorher über das Konzept gesprochen, ja. Plötzlich sehen sie es auf dem Screen und sagen, ah, okay, jetzt verstehen wir es. Ne? Wir haben gar nicht so viel mit Screens gearbeitet, aber ja, also absolut, sondern wir haben wirklich versucht, eher so eine Geschichte zu erzählen. Also, dass man eben erzählt, weil ich sehe es genauso wie du, dann gucken alle auf den Screen und vor allem, sie suchen sich alle erstmal selbst. Also, das war überhaupt meine Erfahrung, als wir dann live gegangen sind, da kann ich nachher noch was dazu sagen. Es ist ganz wichtig, jeder guckt ja erstmal, wo bin ich da? Also, jeder hat ja so unterschiedliche Rollen und sage ich mal, so fancy, also klar sieht das neue Intranet moderner aus als das alte Intranet, aber es ist halt auch noch ein Intranet. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja auch nicht, du hast immer noch die News auf der Startseite und so weiter. Also ich habe eigentlich eher versucht zu erzählen, hey, was kriegt ihr denn? Also was ist das, was ihr bekommt mit dem neuen Intranet? Und jetzt springe ich auf mein nächstes Slide. Und das wäre quasi meine Empfehlung an euch, wie ihr heute da seid.
versucht, eben dieses klare Bild zu zeichnen und da eine Geschichte drumherum zu erzählen. Und wenn ihr heute fragt, wie sieht ein modernes Intranet aus, ich würde euch immer diesen Rat mitgeben, an zwei Dinge zu denken. Also man braucht Plätze für den Austausch. Also Mitarbeiter wollen sich in irgendeiner Form austauschen. Das ist auch total richtig. Das kann aber auch einfach mal der Kommentar unter einer News sein. Also das ist auch ein Platz. Das muss nicht immer ein Social-Platz sein, aber ihr braucht den. Also ihr werdet, ohne den geht es heute nicht mehr. Und das ist ja auch richtig so. Und das wollen Mitarbeiter auch. Aber ihr müsst eben auch an diese Türme denken. Also wenn ihr die quasi eure wichtigen strategischen Themen sichtbar macht. Und wenn ihr nur Plätze habt, dann habt ihr Marrakesch. Ja, dann habt ihr, das will auch keiner, einen riesigen Marktplatz, wo die wichtigen Themen nicht mehr durchdringen. Das heißt, macht euch quasi Gedanken, ähnlich wie ihr eine Stadt aufbauen würdet, aber was sind eure Plätze, die ihr schafft? Was sind die Türme? Sind die Türme nur Corporate Communications oder gibt es andere Hierarchien und andere Machtzentren bei euch im Unternehmen? Wie bildet ihr die ab? Und dann erzählt ihr das aus dieser User-Perspektive, die ich gerade erzählt habe, wie Frank das mit mir gemacht hat. Also der Mitarbeiter macht in der Früh das Intranet auf, was sieht der Mitarbeiter. Aber ihr werdet auch diese Internal Comms-Perspektive haben. Also warum ist das für euch als Unternehmenskommunikation oder als Internal Comms wichtig, es so zu machen? Also warum könnt ihr mit diesem neuen Intranet gute Kommunikation machen? Und warum konntet ihr das zum Beispiel mit dem alten Intranet nicht? Und das sind auch nochmal zwei so Handlungsstränge, die er erzählt. Steffi, vielleicht an der Stelle, ja. Was du damit sagen willst, auf den Plätzen und den Türmen, ist so, dass man sagt, auf den Platz kann jeder gehen. Der Turm hat eine Tür unten und da hat man einen Schlüssel. Und den Schlüssel haben nicht alle, sondern den hat zum Beispiel die Kommunikation. Ja. So würde ich sagen. Und der schafft dir halt aber diese Sichtbarkeit, ja. Das sind eben so Machtzentren und die sind auch einfach da. Also die sind auch in so einem flachen Unternehmen wie Stuffbase, habe ich jetzt gelernt. Ja, ich komme irgendwie so aus einem sehr hierarchischen Unternehmen wie MAN, aber auch in einem Startup sind die einfach da. Und auch unser CEO. Du brauchst das ja auch. Du brauchst ja auch. Genau. Also du musst ja irgendwo eine Klarheit schaffen. Und ich denke, bei einem Intranet wird es oft so sein, dass man zum Beispiel die Startseite ein Turm ist, oder? Dass man sagt, wer, was passiert da? Also zumindest Teile und dass man auch sicherstellt, dass man sagt, die Startseite ist nicht nur kompletter Feed von allen Dingen, jeder kann da alles machen und die Kommunikation hat wenig Kontrolle darüber, sondern die muss sicherstellen, dass Teile dessen gut in Kontrolle sind, weil man eben sagt, da habe ich die Reichweite. Absolut. Also würde ich auf jeden oder man muss sich also auf jeden Fall einfach gut darüber im Klaren sein, was man hat. Also auch was hat man für Machtzentren im Unternehmen, wie möchte ich die abbilden, wie weit will ich gehen. Also ich könnte darüber jetzt auch eine Dreiviertelstunde sprechen, aber das wird eigentlich nur so ein Nebenaspekt sein, dass man sagt, kreiert euch ein sehr klares Bild davon, wie euer Intranet aussehen soll. Und eben bevor man anfängt, irgendwas zu skribbeln, also denkt euch das selbst in eurem Kopf erstmal, skribbelt es dann auch runter, aber und das ist dann eure Geschichte. Also das ist das Storytelling, das ihr dann betreibt, das verkauft ihr dann nach innen. Und ich habe einfach gelernt, dass es unglaublich hilft, wenn alle dieses gleiche Bild haben, also wenn alle am Schluss wissen, was sie kriegen, weil auch von einem Intranet, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen und das geht ja mit Begrifflichkeiten schon los, was wir vorher hatten. Also ich habe ja auch mal gedacht, ich will ein Social Intranet bei MAN. Und dann kam Frank Wolf und hat mir erklärt, warum ich eigentlich kein Social Intranet will. Und das war super. Aber da fliegen ja auch so viele Begriffe rum, wie du vorher gesagt hast, mit der Digital Workplace und so weiter. Also, dass wirklich jeder weiß, was er dann auch kriegt, weil das ist Erwartungsmanagement, was man ja auch betreiben muss. Wenn dann beim Go Live alles erst einmal reingucken, was finden sie dann eben auch vor? Genau. Und die Frage ist jetzt, also wir haben jetzt unsere Geschichte, die wir erzählen wollen und die wichtig ist, dass man sagt, okay, es gibt sehr, sehr viele Stakeholder in so einem Konzern. Wir hatten das ja auch gerade bei der Lara schon erzählt. Erzähle ich jedem immer die gleiche Geschichte? Was sagst du, Frank? Eher nicht, würde ich sagen, aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Also ich würde sagen, du hast... Wenn du dem Top-Management wirst du andere Dinge erzählen als vielleicht ein Betriebsrat, den hast du, Personal hast du,
den Standorten, Werkskommunikation etc. Ich glaube, die Top-Story ist gleich, aber die werden bei mir etwas anders. Wie siehst du das? Ja, so sehe ich es auch. Aber ihr dürft mir auch das gerne mal in den Chat schreiben, was so eure Meinung ist und was euch auch noch interessiert. Genau, ich habe das mal so aufgemalt, weil ich dachte, okay, das sind so die wichtigsten Stakeholder, die ich damals oder die wir im Projekt hatten. Also wir haben ja auch einmal das Projektteam selber und da ist natürlich wichtig, die sollten wirklich alle dieses gleiche Bild haben. Ja, also ihr solltet alle wissen, wo ihr hin wollt und die muss man aber auch einschwören, ja, weil da gibt es halt auch ganz unterschiedliche Interessen. Bestmöglich ist die IT Teil deines Projektteams, ja, dann hast du die schon mal mit gut integriert, hat die Lara ja auch erzählt, war bei ihr auch so eben super. Und dann ich kann es erzählen, so anhand eines Beispiels, ich hatte einen Teilprojektleiter IT und das war sein erstes großes Projekt, das er hatte. Der war gar nicht mehr so jung, aber so quasi so, er hat trotzdem sein erstes großes Projekt und er war super nervös, also der hat einfach, wir mussten mehrfach in diese ganzen IT-Gremien und vor den ganzen Hauptabteilungsleitern sprechen und natürlich hatte da jeder sein Interesse, also Office 365 wurde gleichzeitig mit uns ausgerollt, das heißt, das Interesse am Intranet war schon mal nicht so groß, sie haben es uns bisher als Konkurrenzveranstaltung auch wahrgenommen, dann hast du ja, die einen müssen den Login sicherstellen, die anderen haben Datenschutz, also es gibt, also jeder, der da drin saß, hatte ja ein eigenes Interesse an dem Intranet und ich habe einfach so gemerkt, der ist sehr nervös und fängt dann gleich an mit den Schwierigkeiten beim Login oder so. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, lass uns auf jeden Fall immer diese Geschichte am Anfang erzählen. Also lass uns immer erzählen, dieses große Bild. Und wenn da alle einmal Ja gesagt haben, also wenn alle einmal gesagt haben, ja, das ist das, was wir wollen, also das ist das neue Intranet, wie wir es haben wollen bei MAN, dann wird es für die schon schwieriger, in ihre Rollen zu gehen. Ja, also dann sind die halt Supporter oder nicht Supporter, aber ich habe einfach immer gemerkt, wie das diese Stimmung am Anfang so gedreht hat, auch in diesen großen Runden. Ne? Ja. Steffi, vielleicht dazu eine ganz pragmatische Frage. Dieses große Bild, wie lange hast du gebraucht, um das in so einer Runde zu erzählen? Also wie viel Folien? Ach so, drei Minuten. Viel, also genau. Also okay, drei Minuten und eine Folie, wie viel ist das ungefähr? Ja, also, ich hatte so drei Folien, die ich da immer so gezeigt hatte. Und auch genauso zum Beispiel, wie ordnet sich das neue Intranet in die andere Landschaft ein? Ja. Das war immer wichtig, das ist das Frontdoor-Intranet. Wie mache ich das mit den Segmentierungen, mit den Personalisierungen? Da hatte ich auch so drei Folien, dass man sich das vorstellen konnte. Wir haben so nach Corporate, Standorten und Bereich segmentiert. Aber ich habe halt dann auch immer diese Geschichte erzählt, der Mitarbeiter öffnet das Intranet, jeder sieht was anderes. So der Mitarbeiter in der Produktion in Ankara sieht ein anderes Intranet als der Mitarbeiter im Vertrieb in Spanien. Das war halt wichtig für die zu verstehen und auch wichtig dann auch für den Vorstand, weil auch der Vorstand öffnet das Intranet und sieht im Zweifel halt etwas anderes als seine Vorstandskollegen. Ja? Der sieht einen anderen Bereich. Zweifel arbeitet er sogar noch an einem anderen Standort. Das heißt, es ist einfach wichtig gewesen zu vermitteln, dass nicht das Intranet geöffnet wird und alle sehen das Gleiche. Genau. Und trotzdem halt dieses gemeinsame Gefühl zu vermitteln. Also weil das, was du gesagt hast, ist ja trotzdem das gleiche Einfallstor und alle sollen sich willkommen fühlen. Und ich habe damals nicht so sehr diese Geschichte erzählt, also nicht dieses Engagement und Interaktion. Das war einfach 2019 bei MAN nicht das große Thema. Und ich würde das heute noch mal ein bisschen anders erzählen. Also ich glaube, diese Frage, wie Mitarbeiter sich an einem Dialog im Unternehmen beteiligen können, würde ich heute anders erzählen. Aber war damals nicht so. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also du hast ja eine bestimmte Geschichte erzählt. Ne? Ja. Was du gesagt hast, im Kern ist das eine gleiche Geschichte. Also sozusagen das ist Intranet, wir gucken uns mal verschiedene Mitarbeiter an. Für jeden passt das genauso, wie es zu seinem Arbeitsplatz auch passt, ne, weil wir eben ganz verschiedene Menschen da an den Arbeitsplätzen haben. Und das hat erstmal alle so auf einen, sozusagen einen Blickwinkel geführt. Ja. Ne? Und dann hast du trotzdem natürlich Richtung IT und Betriebsrat sicher da noch ein paar Nuancen anders gehabt. Ne? Ab dann kamen ja die Interessen ins Spiel der Leute. Und da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, aber die Frage wäre sozusagen von deiner Gesamtgeschichte heute mit Abstand, würdest du irgendwas anders machen?
Ich schreibe mal gerade in den Chat, ob es noch andere Stakeholder gibt, über die ihr vielleicht noch sprechen wollt. Also dann sagt das gerne oder wenn es irgendwelche Fragen gibt. Also ich würde es nicht anders machen. Ich fand es damals recht erfolgreich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe, also das wäre also mein eines großes Learning, was ich auf jeden Fall hatte, war, dass ich irgendwas verstanden habe mit dem krass, ich erzähle immer und immer wieder die gleiche Geschichte, dass ich einfach nicht mehr in der Unternehmenskommunikation, also in meiner Rolle als Internal Comms Managerin oder sondern ich war halt jetzt Projektmanagerin und habe ein Projekt geleitet. Und Projektkommunikation ist einfach was ganz anderes als Unternehmenskommunikation. Und das war so das erste Learning, das ich hier hatte, als ich dachte, ach krass, wie anders die Kommunikation ist als das, was ich bisher gewohnt war. Also wie viel ich wiederholt habe, wie schwierig es war, alle immer mitzunehmen, dieses eine Jahr da durchzutragen. Ja, so das eigene Projektteam durch die ganzen Krisen, die man halt hat. Und dann hast du ja Leute, die haben To-Do. Also ich habe deswegen hier die Content-Owner oder die Leute, die dann ihren Content reinfüllen sollen in so eine App. Die müssen ja was tun, ja. Das heißt, die musst du ja auch nochmal ganz anders mitnehmen und motivieren. Und es war auch anstrengend, ja. Also einfach, und das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Schauen wir uns die Melanie. Ach so, ja, ein anderer Schwerpunkt. Also Personalisierung ist immer noch, also die Frage von Melanie ist ein anderer Schwerpunkt in der Geschichte, in dem Storytelling. Und ich glaube, Personalisierung ist immer noch die große Geschichte, die man erzählt. Also es ist immer noch dieses, wir wollen alle Mitarbeiter erreichen, jeder mit relevantem Content, jeder Mitarbeiter sieht etwas anderes, wenn er das Intranet aufmacht und das ist eben auch gut so. Aber der dritte große Aspekt, der für mich dazu kommt, ist halt heute dieses Engagement, was ich gesagt habe mit den Marktplätzen. Also wir haben das bei MAN damals nicht so berücksichtigt und haben uns auch erstmal nur dafür entschieden, dass Kommentare und Likes das Socialige an dem neuen Intranet sind. Aber ich habe gelernt in diesen 1,5 Jahren, wo ich dann das Intranet bei MAN betrieben habe, Mitarbeiter, also man gibt sich wahnsinnig viel Mühe in einem Artikel, den man schreibt, zum Beispiel über eine neue Strategie oder man dreht Videos, man macht Interviews, man beschäftigt sich wahnsinnig stark mit diesem Content, den man ins Intranet stellt und vergisst ein bisschen die Wucht, die Kommentare auch entwickeln können. Also dieses Engagement der Mitarbeiter und diese Interaktion ist aus meiner Sicht heute genauso wichtig wie das, was oben drüber steht, weil wenn dem nicht genug Wertschätzung und Aufmerksamkeit gegeben wird, dann kippt das eben. Also dann kannst du den schönsten Content oben drüber haben. Wenn du unten drunter kein gutes Engagement-Management, Community-Management, wie auch immer du es nennst, machst, dann machst du auch keine gute Unternehmens- oder interne Kommunikation. Und das ist immer dieses Zusammenspiel aus Plattform, Content und Engagement. Das ist so ein Dreiklang. Und der gehört eben dazu. Und ich würde heute in der Geschichte über das neue Intranet das miterzählen. Ich würde immer noch erzählen, wie wollen wir, also wir wollen alle Mitarbeiter erreichen mit relevantem Content, aber wie wollen wir dieses Engagement gestalten? Also wie wird diese Interaktion sein? Und ehrlich gesagt, am meisten hier. Also ehrlich gesagt, für diese Zielgruppe, vermutlich auch für HR, aber ich glaube, man sieht es gar nicht so sehr. Ah, ja. Also für den eigenen Chef, ja, also um dem Head of Corporate Communication klar zu machen, dass damit vielleicht auch ein Kulturwandel, also es ist kein Kulturwandel, aber Kultur wird super gut sichtbar, ja, also du hast ein neues Tool, Mitarbeiter können dir plötzlich antworten, sie tun das auch, also sie werden dir antworten und damit wird halt die Kultur, die du im Unternehmen hast, super sichtbar. Und ihm das klar zu machen, dass da auch neue Rollen entstehen in der Kommunikation, ja, und auch dem CEO zum Beispiel klar zu machen, dass auch seine Rolle sich ändert in so einem Intranet. Und Mitarbeiter heute auch erwarten, dass ein CEO anders sichtbar wird. Also es war zum Beispiel was wir festgestellt haben, der ist plötzlich sehr aktiv auf LinkedIn geworden, unser CEO, ja, weil man das halt gerade so macht als CEO. Aber die Mitarbeiter haben das dann auch nach innen erwartet. Ja, also die haben dann auch ganz oft geschrieben, hey, auf LinkedIn erklärt er hier seine neue Strategie seinen ganzen anderen Management-Kollegen bei VW und mit uns redet er nicht. Also das war, also verstehst du, was ich meine, Frank? Das ist einfach dieses Socialige, was du auch nach außen hast. Das erwarten Mitarbeiter dann auch nach innen. Ja? Es ist ja aktuell ein relativ großer Trend, gerade
dass Top-Manager sich auf LinkedIn besser darstellen. So, also Story-Maschinen und andere sind so Agenturen, die das sehr getrieben haben und die, ich glaube, die da auch komplett recht haben, das zu tun, weil es einfach in der Außenkommunikation ein moderner Ansatz ist. Was ich so denken würde oder die Frage ist, ich sehe als Top-Management auf LinkedIn auch Kommentare. Bin ja dort auch mit Dingen konfrontiert, dass Leute kommentieren und sagen, hey, das ist doof oder was auch immer. Ne? Also tun sie eben nicht, Ich lerne es ja trotzdem ein Stück weit an der Stelle. Ne? Ja. Natürlich ist es wichtig, du hast es wunderbar eben gesagt, ne? Also man erwartet es ihnen umso mehr, ne? Also nach dem Motto, wenn ihr so offen außen seid, dann wollen wir das ihnen auch haben. Die Frage ist so ein Stück weit, wenn wir jetzt mal hier auf das Thema, ne? Wie kommuniziere ich das? Ne? Ja. Jetzt habe ich so ein Intranet vor mir. Und jetzt, was du gesagt hast, du würdest versuchen, ich versuche es mal für mich zu übersetzen, mehr Erwartungsmanagement zu machen. Ne? Also sagen, wenn wir das Intranet machen, Achtung, wir wollen offener sein, da werden Kommentare kommen, wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir die Zeit haben, dass alle Leute auch dabei sind und sagen, ja, wir werden Dialog haben. Ne? Ja. Ich habe in meiner Beratungserfahrung über die Jahre gesehen, dass viele Unternehmen vor diesem Dialog Angst haben, die ihn dann hatten, sagen, hey, das war nicht immer einfach, aber wir können uns null vorstellen, wieder in die alte Welt zu gehen, ja? Ohne diesen Dialog. Die Frage ist also so viel aus der Kommunikationsstrategie, wie sehr warne ich andere jetzt davor und sage, oh, Dialog, das wird anstrengend, ne? Oder sage ich einfach, okay, also ich sag mal ein Beispiel. Ich will davor gar nicht warnen, genau. Ich will einfach nur sagen, dass es da ist. Und ich will einfach nur sagen, dass man es auch selber, also vielleicht auch einfach fürs Projektteam, ja, also jetzt sind wir darauf so, einfach dieses, sich klar zu machen, was für Auswirkungen, das meinte ich mit der User-Perspektive und auch diese Internal Comms-Perspektive, was hat das auch für dich als Auswirkung? Und das ist jetzt, sage ich mal, Dialog, das eine, Personalisierung ist das Gleiche. Zum Beispiel einfach auch zu verstehen, der Vorstand sieht nicht jeden Tag das Gleiche, nicht das ganze Management sieht dasselbe im Intranet. Ja? Da werden Standorte viel wichtiger werden als andere Standorte. Also zum Beispiel das Headquarter, wo der Vorstand halt sitzt am Standort in München, waren halt auch die Local News super bedeutend, ja? Weil der Vorstand nicht verstanden hat, dass die nicht von uns kommen, von Corporate Communication, sondern halt zum Beispiel hier von einem Editor und ich vorher vielleicht auch nicht weiß, was der schreibt. Also einfach sich klar zu machen, was hat das alles für Folgen? Also genau. Und dasselbe ist halt mit Dialog. Also Dialog ist dann halt da und meine Erfahrung ist, er spiegelt halt sehr stark die Kultur wider, die du im Unternehmen hast. Wenn du eine super offene, wertschätzende Kultur hast und der Vorstand antwortet sowieso auf die Kommentare und dem ist es wichtig, dann ist es toll und dann ist es ein wahnsinnig starkes, kräftiges Instrument. Wenn aber dein Vorstand da vielleicht eben auch noch Ängste hat oder es auch nicht kann, also ehrlich, manchmal sitzt da halt auch jemand, der jetzt nicht der Wahnsinnskommunikator ist und soll jetzt aber in so einen Mitarbeiterdialog mit rein. Das ist halt auch schwierig. Also einfach nur dieses Erwarten, also sich selber klar machen, was man kriegt und das halt auch in der Kommunikation mit bedenken an die verschiedenen Stakeholder. Und ich wollte eigentlich damit vorhin auch nur sagen, eben Personalisierung ist das eine und ich würde Engagement einfach auch mit erzählen. Also ich würde mir fragen, was für einen Dialog ich möchte. Vielleicht dazu eine ganz kurze, wir wollen jetzt auch nicht bei dem sozusagen zu lange hier bleiben, aber es gibt eine ganze Reihe unserer Kunden, haben das gesagt, dass sie sagen, am Anfang lassen wir keine Kommentare zu. Also sie haben gesagt, man kann nur ein Like zu einer News geben und keine Kommentare und nach einem Jahr oder machen wir Kommentare und das führen wir richtig ein und sagen, jetzt machen wir Kommentare und so weiter und so fort. Also so eine ganz bewusste Entscheidung. Hast du dazu eine Meinung? Wie siehst du das? Ja, ich hoffe, Frank, also es tut mir leid, jetzt verlasse ich so ein bisschen meine Consulting-Rolle, gehe ich eher in diese Experten, also in diese
Ja, ich habe so eine klare Meinung und ich gehe jetzt, da kann ich auch nochmal kurz auf diese Folie, oder ihr habt ja diese Folie mit den Plätzen und mit den Türmen noch, dann hast du halt nur Türme, ja? Also dann hast du halt einfach keine Plätze geschaffen und ich finde nicht, dass es ein modernes Intranet ist und ich finde auch nicht mehr, dass es heute State of the Art ist, weil Mitarbeiter werden sich austauschen und dann tun sie es halt auf LinkedIn und dann tun sie es halt auf Facebook und was du willst ist, ja, dass sie es innen machen, ja, du willst es ja hören, aber du musst halt dieses Listen dann auch betreiben, du musst dann halt hinhören und du hast dann auch den Dialog und das sind zwei neue Aspekte, die du vielleicht vorher nicht kanntest, ja, weil du vorher eben ein altes Intranet hattest, dass das einfach nicht konnte oder du hattest eine Mitarbeiterzeitung oder du hast Newsletter verschickt, was auch immer und es hat einfach eine große Wucht. Also du hast jetzt Dialog und den hast du einfach und den willst du aber. Also der ist nötig, du musst den machen. Das ist für mich gar nicht die Frage, ehrlich gesagt. Ja, also für mich ist nicht die Frage, schalten wir die Kommentarfunktion aus, aber wie gehen wir mit der um? Also wir haben die und wir wollen die und dann brauchst du dafür die richtigen Prozesse intern. Du musst es diskutieren mit deinem Chef, was das für uns bedeutet und so ist es. Aber du willst den, also du brauchst den Dialog für deinen Mitarbeiter und du wirst keine gute interne Kommunikation machen, wenn du das nicht tust. Genau. Und ich würde das jedem, und es ist ja auch immer was, die Lara hat mir auch vorhin gefallen, was sie gesagt hat, hey, man muss auch ein bisschen mutig sein, ja, also du willst ja auch den nächsten Step machen, du willst ja nicht dein altes Intranet wieder abbilden mit einem neuen, das willst du ja gar nicht, du willst ja diesen einen Schritt weitergehen, ja, als du jetzt bist, das heißt, und da ist jetzt schon die Kommentarfunktion der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich mit seinem Management einigen kann, genau, und sollte, ja, genau. Habt ihr noch eine Frage zu irgendeinem Stakeholder, mit dem ihr das, was ihr nochmal diskutieren wolltet? Also ich wusste nicht, ob jetzt vielleicht Betriebsrat kommt oder irgendwas, wo das ein Thema ist bei euch? Okay. Also irgendwann hat man dann halt alle so eingeschworen, ne, auf seiner Linie und man ist dann auch so ein bisschen durch mit dem internen Sales-Prozess. Man ist auch schon in der Umsetzung super weit. Man baut mit seinen Content-Ownern oder mit seinen Editern, wie auch immer, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Intranet auf. Das macht man ja auch nicht alleine in der Regel oder man hat eine Agentur, wie auch immer. Und jetzt kommen wir in den Launch, also jetzt so Next Step, die Mitarbeiter. Also alle Stakeholder haben verstanden, was sie bekommen. Oder hast du noch eine Frage, Frank? Da können wir das schon verlassen? Okay. Ja, lass uns das. Dann kommen wir zum... Irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin mit meinem. Du warst mal kurz ein Hoppen mit der Maus. Du musst einfach wieder auf die Präsentation gehen mit der Maus. Genau. Okay. Und jetzt ist quasi die Frage: Wie erreiche ich denn jetzt in dem Launch? Also, wie erreiche ich denn jetzt allen Mitarbeitern und erkläre ihnen, hey, wir haben ein neues Intranet, wir haben eine neue App? Und das war so der zweite Aha-Moment, den ich hatte als Kommunikatorin, also wo ich vorher Projektkommunikation machen musste, war ich jetzt im Marketing gelandet. Ja, also ich habe jetzt irgendwie festgestellt, huch, so der Launch, plötzlich brauche ich Flyer und Gummibärchen und Kugelschreiber, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, und ich dachte so, hä, das ist doch gar nicht das, was ich so gewöhnt bin von meiner internen Kommunikation. Und die Frage ist auch, wie erreiche ich denn jetzt, also wie kommuniziere ich das denn jetzt an die verschiedenen Zielgruppen? Und da haben wir, muss ich jetzt, falls sie zuhört, aber ich glaube, sie ist heute nicht dabei, Pirina von Geberit hat mir da total bei geholfen. Wir haben das auch mit anderen, also diskutiert im Team. Es ist da auch super, du wirst niemals mit einer Kampagne alle Mitarbeiter da auch erreichen. Ne? Und du wirst dir fragen müssen, genauso wie es verschiedene Zielgruppen auf der Plattform gibt, genauso erreichst du dann auch diese verschiedenen Zielgruppen. Und wirklich zu fragen, wen habe ich hier alles und brauchen die unterschiedliche Maßnahmen beim Go Live? Und ich würde auf jeden Fall, wenn ihr sie habt, diese unterscheiden. Also White-Color-Mitarbeiter mit Computerarbeitsplatz. Wenn die aber remote tätig sind, wie jetzt in der Pandemie, sieht das auch nochmal anders aus. Wie erreiche ich die Blue-Color-Mitarbeiter in den Werken, die, wie jetzt auch Lara gesagt hat, die halt einfach irgendwie auch in einer krassen Umgebung arbeiten, ja, in so einem Stahlwerk oder bei MAN, die stehen halt am Band und bauen LKWs oder Busse zusammen. Und ich kann es gleich sagen, ihr reicht ihr nicht mit toller interner Kommunikation. Interessiert die im Zweifel nicht. Ja, das ist hart, aber so ist es. Du wirst dem Mitarbeiter am Band schwer vermitteln können, hey, lad die
Intranet, also die App runter auf dein Smartphone, weil da kriegst du die allertollsten Unternehmensnews. Ist es halt leider mal nicht. Und dann Führungskräfte würde ich mir auch unbedingt als getrennte Zielgruppe angucken. Da hat sogar Lara, bei der ging das, bei der Größe gesagt, sie hat da sogar so eine Tour gemacht und hat die alle einzeln abgeholt und es denen nochmal erklärt. Wir haben bei MAN das damals so gemacht, dass wir eine große Führungskräftekonferenz genutzt haben, die im November war. Die war Mitte November und sind mit dem gesamten Management, das waren 1000 Führungskräfte, 2 Wochen früher live gegangen als mit dem Rest der Mitarbeiter und haben dann die ganze Eventkommunikation über die App gemacht. Also quasi, die mussten sich, um an der Führungskräftekonferenz teilzunehmen, die App runterladen, was ja eben dann das neue Intranet, also die zwei nur der mobile Kanal, haben diese Bericht, waren mit einem Stand auf diesem Event, haben denen auch geholfen, auch den Führungskräften die App aus dem App Store runterzuladen. Und wir hatten da auch die tollsten Erlebnisse, weil so international, wir hatten dann einen Kollegen aus Russland, der hatte einfach so ein uraltes iPhone mit so einer uralten iOS-Version. Wir konnten es ihm nicht installieren, aber das lag einfach daran, dass nicht er technisch falsch war oder wir, sondern es einfach so ein uralt Gerät war. Also das erlebst du da halt einfach. Aber viele Manager, sag ich mal so um die 50, 60, sind jetzt halt auch nicht die Digital Natives. Und denen mal zu helfen, das runterzuladen, hilft total. Also, und die auch in so einem Event, das alles mal auszuprobieren oder und da hatte ich dann eben diese Erfahrung, dass an unserem Stand fast alle Manager kamen und wissen wollten, wo sie sind im Intranet, in dem neuen. Also, so, die haben alle als erstes sich gesucht. So, wo ist denn mein Bereich? Wo ist denn mein Standort? Bin ich da auch irgendwo? Also, habe ich da auch ein Foto von mir oder so? Und das, genau. Das ist übrigens das Problem von vielen Intranets, ne? Dass es so früher oft ein Selbstdarstellungstool war, ne? Genau für, wie du sagst. Ne? Und man versucht eigentlich da auch wegzukommen von mit den Navigationen und diesem Willkommen in unserem Bereich und dem Bereichsfoto und so weiter. Ja, haben wir eben auch gemacht. Ja. Also haben wir gemacht und sie haben sich dann eben auch nicht mehr gefunden. Und da musste ich quasi irgendwie 300 Managern erklären, warum da jetzt kein Foto mehr von ihnen drin ist und wo denn ihr alter Willkommenstext ist aus dem alten Intranet. Ja. Genau, aber den keiner halt, liest. keiner liest. Es war hilfreich, dass wir da durch diesen Schmerz da durchgegangen sind. Genau. Ja. Und nicht dann erst beim Go Live. Ja, und wir haben eine so für euch was gemacht, wo wir sagen, okay, das hilft total, wenn man an diese Punkte einfach denkt, wenn man in live geht, also den verschiedenen Zielgruppen ihren persönlichen Nutzen klar zu machen. Und wir sprechen da manchmal von Karotten bei Stuffbase. Also es ist eben manchmal der Klassiker, der Speiseplan oder zum Beispiel bei MAN war es die Parkhausbelegung vor Corona-Zeiten. Das ist halt eben Münchner Norden, man konkurriert mit BMW, sind 10.000 Mitarbeiter an dem Standort, die zur gleichen Zeit anfangen. Das heißt, wie finde ich einen Parkplatz, war halt irgendwie mit das Hauptargument, warum sich viele Mitarbeiter die App runtergeladen haben. Und auch als Internal kommst zu verstehen, hey, ist auch total okay. Ja? Weil am Anfang denkt man, oh Gott, aber ich mache doch hier so tolle interne Kommunikation und jetzt laden die sich die App runter wegen der Parkhausbelegung, ist halt auch hart, aber ist okay. Also die kriegen dann ihre tollen Infos trotzdem, aber am Anfang, und das meinte ich, du bist halt mehr in diesem Marketing, geht es einfach darum, ihnen klar zu machen, hey, was habe ich persönlich davon? Also kann ich meinen Urlaub beantragen? Es gibt ganz, ganz viele Karotten. Habe ich irgendwelche tollen Services drin? Und die musst du leider am Anfang so ein bisschen, diese Karotten halt dahin halten. Was du aber eben sagst, die sind auch lokal, ne? Also diese, die ist dann jetzt in München anders als in Ankara. Und zwar als in Ankara, ne? Also die, und das kommt, wird das jetzt von dir erwartet, das alles zu wissen, oder sind dann die lokalen ProjektmitarbeiterInnen, die da helfen? Ja. Also wie war das so? Ich habe dafür sogar, wenn wir noch Zeit haben, weil es sieht so aus, als hätten wir noch Zeit, habe ich ein Jamboard vorbereitet, dass wir hoffentlich jetzt auch mal ein bisschen aktiver werden. Also zur Launch-Kampagne habe ich mir gedacht, machen wir ein Jamboard. Also dass wir alle mal zusammen überlegen,
Weil eben gerade so eine Kampagne musst du gegebenenfalls, wie du sagst, halt lokalisieren. Ja, also wo ich in München mit dem Parkplatz werbe, habe ich in Ankara vielleicht was ganz anderes, was die Mitarbeiter lockt, sich das runterzuladen. Also lassen wir uns die Launch-Kampagne mal kurz überspringen. Was wir noch gelernt haben, ist, eine technische Unterstützung bei der Bedienung gerade von so einer App extrem hilft. Also wir standen einfach, vor Corona war das noch, mit einem Stand eine Woche in der Kantine und haben allen Leuten geholfen, die es selber nicht hingekriegt haben, ja, sich da einzulocken. Mhm. Und das ist einfach hilfreich. Also das hat geholfen und die Mitarbeiter haben das geschätzt. Also wenn man denkt, oder ich komme nachher mal zur Launch-Kampagne, wir haben auch wirklich so ganz simpel irgendwelche Flyer gemacht, wo dann drin steht, wie es funktioniert. Und die haben die Mitarbeiter halt ganz oft genommen, das nehme ich mit Haus und gebe es meinem Sohn oder ich gebe es meiner Frau und die installiert das dann für mich. So ist es. Genau. Dann eben klar, wenn die Nutzung vom Management vorgelebt wird, das, was ich vorher schon gesagt habe, also das Management spielt ja eine zentrale Rolle und indem man ihnen so zum Beispiel einen zeitlichen Vorsprung gibt, sich damit schon mal vertraut zu machen, ist das auch sehr hilfreich und diese erste Welle schon mal mitnimmt. Lokale Botschafter sind toll, die Plattform in irgendeiner Form bewerben. Und dann kommt der nächste Schritt. Der relevante Content sollte halt irgendwann nur noch auf dieser neuen Plattform sein. Also das, auch wenn ihr am Anfang noch parallel lauft mit anderen Medien, um wirklich alle dann dahin zu bekommen, muss man gewisse Kanäle vielleicht auch nach und nach abschalten. Ja, also auch wie die Lara gesagt hat, dann irgendeine Doppelpflege und so weiter. Also es ist total okay, verschiedene Plattformen zu haben, also zum Beispiel einen Newsletter, Mailing, der halt dann auf das Intranet kanalisiert. Oder die App ist ja auch die zentrale Ausspielplattform. Aber du hast halt diese eine zentrale Plattform. Natürlich erreichst du deine Mitarbeiter dort, wo sie sind, über verschiedene Kanäle. Aber du darfst ihnen nicht noch ein Schlupfloch geben, dass du sagst, hey, hier kannst du das auch noch alles finden. Ja? Also eine andere Plattform außer deiner Plattform solltest du nicht haben. Dann du schwächst dich selbst. Genau. Richtig? Absolut. Okay. Absolut dabei. Ich glaube, das ist das eine, du hast es eben angedeutet, du hast ja immer Kanäle, die vielleicht eine andere Charakteristik haben, als zum Beispiel jetzt E-Mail kann ein Kanal sein, wo man sagt, hey, was sind die wichtigsten Dinge des Monats oder so. Ne? Ja. Und dann gehst du wieder, du hilfst dem Intranet wieder. Ne? Und du kannst auch, wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die weiterhin eine Mitarbeiterzeitung haben, die das in der geringeren Auflage machen und die dann halt trotzdem in der Mitarbeiterzeitung auch wieder auf das Intranet zurückkommen und sagen, hey, was sind die Dinge, die da am meisten diskutiert wurden oder das ist diese Themen, die da nach oben gespült wurden im Intranet, die greift man da wieder auf. Ne? Also das sind ja auch Möglichkeiten. Jetzt ist der Frank stumm, dann kann ich das kurz nutzen. Also es tut mir jetzt auch leid zum Thema Mitarbeiterzeitung. Ich weiß, also schreibt mir gerne in den Chat, wenn ihr es ganz anders seht, habe ich halt auch so ein bisschen so eine eigene Meinung. Ich mag es dann lieber, wenn man zum Beispiel macht wie Audi, die der Mitarbeiterzeitung dann so einen ganz neuen Dreh gegeben haben. Also die gesagt haben, hey, das ist dann zum Beispiel eher unser Image-Magazin, also eher Employer Branding. Wir stellen da eher so diese Hero-Geschichten und machen so diesen ganzen Mitarbeiterstolz. Den packen wir dann in die Mitarbeiterzeitung. Ja, weil da weniger News drin sind, ne? Ganz genau, also das hat nicht mehr deine Geschichten News. Erzählen. Genau, und dann haben wir klar dieses Video noch im Intranet und so weiter, ja? Aber ich habe auch, es ist nicht immer so einfach, finde ich, die ganzen Kanäle sinnvoll miteinander zu verknüpfen, ja? Ich habe das gemerkt in der Corp, also du machst ja auch Content, Storytelling, Content Marketing und das ist natürlich auch in der Corporate Communication ein Riesenthema und also die Website bei MAN hat das ganz viel gemacht, ganz viel tolle Storytelling und Content Marketing. Es war nicht immer so einfach für mich, diese Geschichten im Intranet mitzunehmen. Ja, also, weil du hast einen anderen Zeitpunkt, die Geschichten sind anders erzählt, aus einer anderen Perspektive, an eine andere Zielgruppe. Das heißt, ich bin nicht so der Fan, also ich verstehe, dass man Content zweitverwertet, das macht auch Sinn, aber es ist nicht so einfach. Also es ist nicht einfach, hey, dann nehme ich den tollen Artikel aus der Mitarbeiterzeitung, den packe ich dann auch nochmal ins Intranet oder ich nehme die tolle Geschichte aus der Website und da packe ich noch ein Video dazu und ich packe die ins Intranet. So funktioniert es eben oft leider nicht. Das denken die Chefs ja oft. Ach, das ist super, da können wir unsere Geschichten alle doppelt und dreifach verwerten und wir sparen da total viel Zeit. Ich glaube nicht immer, dass es so gut funktioniert, weil es
Aber ja, das sind wir schon wieder bei weiter. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das hier mache mit dem Jamboard, mit dem Freigeben. Ich brauche mal ganz kurz hier den Link. Und den packe ich euch jetzt hier rein. Ist der Link schon für alle freigegeben? Ja, ich hoffe. Das habe ich gestern mit meinem lieben Kollegen Sebastian gemacht. Der ist hier nämlich unser Jamboard-Experte. Das heißt, ihr könnt jetzt auf den Link klicken, hoffentlich. Und dann könnt ihr hier mit mir zusammen dieses Jamboard bedienen. Und also ihr könnt natürlich hier auch alles machen, was ihr wollt, aber auch Sebastian hat mir gezeigt, dass es hilft, dass ich hier unten schon mal was für euch vorbereitet habe. Und Steffi, ganz kurz, ja. Ich sehe, ich habe es gerade probiert, bei mir ist nur Lesezugriff. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Kann das sein, dass du oben nochmal Bearbeitungszugriff? Ja, nur Lesezugriff, genau. Okay. Müsstest du es nochmal? Muss ich doch nochmal anders machen. Und weißt du, wie es geht, dass ich das anders mache? Das müsstest du, wenn du ganz unten bist, bei genau dort auf Ändern gehen, genau. Und dann müsstest du irgendwo sagen können. Ich habe eigentlich gedacht eben, dass wir das richtig eingestellt haben. Jeder, der über den Link verfügt, ja. Was steht da jetzt drin? Genau, jeder, der darf bearbeiten. Kann das Element über den Link ansehen. Ah, okay. Aber so, wie kann da er das auch bearbeiten? Nee, dort, da ist der Auswahlknopf. Jeder, da kann ich aber nur betrachten. Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter. Danke, Jenny. Super. Cool, dass ich eingeschaltet hast. So, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, dass ihr auch mitmachen könnt. Sonst könnt jetzt ihr geht's, auch jawohl. In den Chat schreiben. Also ich dachte, wir brainstormen so ein bisschen gemeinsam so eine Launch-Kampagne, was man alles braucht, also quasi so Aktionen. Gibt es vielleicht Dinge, die so ein bisschen eher so Branding sind? Also ich habe schon mal kurz mal, kannst du mal die Kamera halten, so bei MAN haben wir da natürlich so ein eigenes Logo entwickelt, was man dann überall draufdruckt, ein eigener Name. Meistens entsteht es schon vorher, man hat es schon, aber dass man halt dran denkt. Und gibt es Dinge, die man auch an die man denken muss, so Think About, zum Beispiel Übersetzung, Lokalisierung. Das Intranet bei MAN ist live gegangen an neuen Standorten, also an neuen Werkstandorten und in 7 Ländern. Das heißt, wir haben natürlich Sprachen gehabt und Standorte und da gab es jetzt Länder, die haben gesagt, hey Steffi, schick uns einfach das fertig gedruckte Poster in unserer Sprache, was ich dann auch gemacht habe. Gesagt, wir haben gar kein Geld, um hier irgendwelche Poster zu drucken. Und dann hatten wir halt Ankara, die gesagt hat, hey, schick uns bitte die ganzen InDesign Sachen rüber. Wir machen das komplett selber. Aber in dem Moment weißt du natürlich überhaupt nicht mehr, was sie machen. Gell? Also ich habe da keine Ahnung, wie die Kampagne in Ankara aussah. Also genau. Und deswegen schnappt euch gerne so ein Post-it hier unten, schreibt da was drauf. Also zum Beispiel die Lara hat ja erzählt, sie hat noch einen Leitfaden gemacht. Das fand ich ganz cool. Kann man auf jeden Fall sich hier noch überlegen. Habt ihr für die Manager was Spezielles gemacht? Also für die, ihr hattet ja Führungskräfte als eigene Zielgruppe, auch bei der Launch-Kampagne. Haben die irgendwas Besonderes bekommen? Nee, also durch das, dass wir die so intensiv abgeholt haben, 2 Tage lang an diesem Event, haben wir das nicht gemacht. Was wir aber hatten, war ein Video. Und das haben wir 2 geteilt. Also wir hatten erst so ein Teaser-Video und da komme ich wieder zu meiner Story. Also ich habe irgendwann gedacht, ne, ich erzähle jetzt auch den Mitarbeitern die Geschichte, was das neue Intranet, weil der macht es ja auch auf und wundert sich zum Beispiel, warum sein Kollege vielleicht was anderes sieht, der jetzt im Marketing ist und er selber ist im Vertrieb, genau. Und ich habe dieses Teaser-Video, haben wir so 2 Wochen vorher auch gemacht, um wirklich zu sagen, hey, es kommt ein neues Intranet und das wollen wir. Ja, so dass wenn die das aufmachen, auch Erwartungsmanagement wissen, dass es ist. Ja, genau, super. Datenschutz und Richtlinien, ja. Vielleicht muss man auch diese Kampagne abstimmen mit dem Betriebsrat. Haben wir nicht gemacht. Aber ist bestimmt ab und zu nötig. Was es aber auch war, ich habe hier schon mal Gewinnspiel reingemacht. Wir haben so Gewinnspielkarten auch gemacht, wo hinten dann wirklich klar mit QR-Code drauf ist. Und wir sind Ende November live gegangen. Es war ganz einfach. Wir haben einen riesen Adventskalender-Aktion gemacht. Und sowas muss man gegebenenfalls natürlich schon mit dem Betriebsrat abstimmen, wenn man Gewinnspiele macht. Hast du da noch eine
Ich höre immer den einen oder ich sage es mal anders, wir sehen, dass es unglaublich erfolgreich ist, so eine Gewinnspiele zu machen. Ja. Ja? Und wir haben am Anfang immer gedacht, ah, das ist ja so, ist das zu einfach? Ja? Eigentlich spricht nichts dagegen, oder? Nein, du brauchst das. Also du, ja, das ist das, du musst die Leute einfach erstmal da reinkriegen. Und wenn die sich diese App runterladen, weil die an diesem Gewinnspiel teilnehmen, und da haben wir dann wirklich auch mal unser ganzes Budget reingesteckt, was wir so kampagnenseitig hatten, und haben halt für diesen Adventskalender damals 10.000 Euro ausgegeben. Ja. Also wir hatten krasse Preise jeden Tag. Mhm. Und damit haben sich halt, also das siehst du ja einfach an den Registrierungen, die Mitarbeiter wollten halt, und ach so, und den haben wir übrigens ausschließlich mobil gemacht. Also der Adventskalender konntest du nicht über den Desktop teilnehmen, sondern nur über die App. Ah. Hat zwar für Motzer gesorgt, aber wir wollten ja, weil die App ist ja freiwillig, ja, irgendwie musst du die Leute ja dazu kriegen, dass sie auf ihrem privaten Smartphone sich so eine App runterladen. Sowas funktioniert super. Was halt so ein bisschen dieses Thema ist, wir haben das gestern so im Team mal so ein bisschen diskutiert, man ist da halt, also dieses Herz eines Kommunikators schlägt da halt so ein bisschen, weil du kriegst da halt nicht viel Management-Attention. Also du machst wochenlang so einen Adventskalender, das macht dir super viel Arbeit, weil du musst die Preise alle verschicken, du musst die ziehen, du hast da tausende Mitarbeiter. Also ich hatte da eine Werkstudentin Vollzeit 1,5 Monate beschäftigt mit dem Adventskalender, und dein eigener Chef sagt, ah ja, schön, schöne Aktion. Bei denen interessiert es halt nicht. Ja, also das ist die Arbeit, und da musst du halt auch mit leben Genau. Das ist wir haben eine Frage zum Adventskalender. Die Nutzer, die über ein Gewinnspiel kommen, sind die nachhaltig aktiv in der App oder ist das kurzfristiger Effekt? Also ich habe zumindest erlebt, dass die Mitarbeiter die App nicht wieder deinstallieren. Ja? Ja. Also die ich mal drin habe, finden es eigentlich auch toll. Und das war auch so was, was mir total gefallen hat. Also wir standen so 10 Tage in der Kantine in München. Also das ist so ein Riesenberg. 6.000 Essen gehen da jeden Tag drüber. Also da ist richtig viel Betrieb. Und meine Chefin hat damals zu mir gesagt, ach Steffi, da brauchst du dich nicht mit hinstellen. Da stellen wir eine Praktikantin hin. Und ich so, nein, ich stelle mich da auch hin, weil das ist wichtig, diese 1,5 Stunden am Tag oder 2 Stunden dieses Feedback zu bekommen von den Mitarbeitern. Und ich fand, es war auch irgendwie so herzerwärmend zu sehen, dass wenn die sich das installiert hatten, das Feedback, das gleich kam, ach, das sieht ja toll aus und das ist ja schön und dann das und dann haben sie mit dir gesprochen. Und klar haben die sich das vielleicht wegen dem Adventskalender installiert, aber die finden ihren Mehrwert dann da ganz schnell. Also ich finde nicht, dass, oder zum Beispiel genauso, wie kommen die erstmal an den Stand? Wir hatten wirklich so Buttons gemacht, und Giveaways. Ja, es ist schrecklich, aber du kriegst Mitarbeiter halt mit Gummibärchen, Kugelschreibern und solche Buttons an deinen Stand, ja? Also die kommen auch nicht wegen der App. Und das ist halt dieses Marketing-Denken, wo sich Kommunikatoren echt, also ich mir auch super, super schwer getan habe. Also als mein Team gesagt hat, wir machen jetzt dann so Buttons, habe ich mir echt gedacht, hey, seid doch Banane. Aber es war mega erfolgreich. Also, und die Leute haben dann gefragt, darf ich da noch eins mitnehmen für mein Kind? Ja, genau. Und kann ich 2 haben? Und am besten natürlich ist cool, wenn am Schluss alle mit diesem Button rumlaufen und das ja dann auch wieder weitertragen. Also ja, du brauchst diese Dinge. So hart es ist, es hilft nichts. Die schon an Messeständen waren, die wissen, wie wichtig sowas ist. Ist das ein bisschen auch so eine Arroganz vielleicht der Kommunikation zu sagen, also das ist doch... Ja, total. Wir brauchen unsere tollen Inhalte, genau. Da muss doch jeder... Ja, ja. Also hallo, wir machen hier ein neues Intranet, wir machen hier eine neue App. Also wer das nicht will, dem kann man ja auch nicht helfen. Ich glaube, das kommt super rüber, wenn du das erzählst, ist dieses Marketing-Denken. Also vielleicht sogar im Marketing sich mal mit denen austauschen und sagen, wie können wir das machen? Und wie denken wir wirklich in der Kampagne und auch nicht dieses... die Leute müssen ja erstmal die App haben, die Inhalte sehen, und um dann überhaupt in wertschätzen zu können. Ja. Ne? Ich hatte auch mit einem Kunden von Stuffbest so einen ganz süßen Austausch. Das war, also ich sage jetzt nicht den Namen. Und die hat mir erzählt, die Kollegin, sie ist vom Marketing in die Kommunikation gewechselt und hat dann gesagt, während des ganzen Launch, es war super für sie, weil sie... Es war einfach das Denken, das sie kannte, und sie war dann die gefragteste Frau, und sie kam sich, also sie hat gesagt, es war einfach toll, dass sie dieses Marketing-Denken hatte, weil während der ganzen Launch-Phase war das einfach gefragt, genau so ist es.
Ja. Ich glaube, eine schöne. Wir haben noch mal eine Frage. Wie viel Budget hattet ihr dann für die Launch-Kampagne? Kannst du das verraten? Ja, also ich habe dann natürlich einfach alle meine Töpfe bedient. Ja, also das ist nicht so, dass, dass wir da, also klar, es gibt da verschiedene, also in so einem riesengroßen Projekt, ich habe es ja vorher auch aufgezeigt, da hat die IT ihr Budget, wir haben unseres, aber ich habe mir irgendwann gedacht, hey, ich mache jetzt hier dieses, also Internal Comms, ich mache jetzt dieses riesige große Projekt und ich habe dann einfach am Ende einfach alles angezapft, ja, was wir hatten. Und ich kann dann zum Beispiel auch erzählen, noch dieses Jahr drauf, also wir sind 2019 ja live gegangen und dann kam ja Corona 2020. Und irgendwann hat dann meine Chefin auch gesagt, hey, wir lassen die Mitarbeiterzeitung. Also es war dann auch wirklich eine Budgetentscheidung, zu sagen, hey, nee, voller Fokus auf Intranet und auf die Plattform. Das muss jetzt fliegen. Also wir haben dann halt auch intern umgeschichtet. Kappa und Geld und irgendwann setzt du da halt einfach einen anderen Fokus. Ich kann gar nicht mehr sagen, woher ich diesen Adventskalender finanziert habe. Du hast ja immer noch so Töpfe, gerade am Ende des Jahres, die noch frei sind. Wir haben auch zum Beispiel einen großen Topf, visuelle Kommunikation, da werden Videos und Fotos abgebucht und da habe ich dann eben auch dieses Teaser-Video meine Kollegin beschwatzt und habe gesagt, hey, komm, bitte, lass uns, weil jeder weiß, so ein Video kostet auch mal 10.000 Euro. Ja, wenn du da so ein cooles Teaser-Video machst, hey, komm, du hast doch bestimmt auch noch ein bisschen Geld übrig. Also da nimmt man halt einfach, was man kriegt. Genau. Vielleicht dazu ein kurzer Hinweis zu diesem Adventskalender. Der ist jetzt ein Teil. Ihr habt den in der App mit benutzt, den sozusagen SAP bis zur Verfügung stellt. Weil der so erfolgreich ist, haben wir jetzt gesagt, wir machen daraus einen allgemeinen Quizkalender. Also man kann jetzt daraus auch sagen, das kann ein Osterkalender sein, das kann ein Sommerkalender sein, das kann ein Urlaubskalender sein. Also man muss jetzt nicht bis Weihnachten warten, bis man quasi den Weihnachtskalender als Launch-Unterstützung haben kann. Ja. Sondern das kam super Feedback. Und ich kann auch ehrlich sagen, intern guckt unser Produkt und unsere ganzen Produktstrategien und wir alle gucken drauf, haben drauf geguckt und gesagt, dieser Weihnachtskalender ist überhaupt nicht strategisch. Aber das ist so wichtig. Also vielleicht noch die eine Sache. Wir haben jetzt nur noch eine Minute. Ja. Und wir haben jetzt. Ich habe noch eine Abschlussfolie, die will ich dann noch zeigen. Aber was ich gerne nochmal machen würde, ist vielen Dank für die Mitarbeit, wer jetzt hier gepostet hat. Steffi, kannst du drüber gehen und nochmal 10 Sekunden zu jedem, was wir hier jetzt gepostet haben, nochmal was aus deiner Sicht sagen? Vielleicht so kurz, super oder was auch immer. Also genau, Corporate Influencer mit einbeziehen, super, wenn ihr sie schon habt, ja, dann seid ihr nämlich halt auch schon super weit. Das war das vorher mit den lokalen Kommunikatoren. Ich würde das sogar eher hier rüber ziehen. Ein tolles Tool, was Duffbase halt selber mitbringt, sind Journeys, ja, also ich gehe jetzt gar nicht so näher drauf ein, also dieses Mitarbeiter machen das Intranet das erste Mal auf, da muss man es ihnen halt auch in irgendeiner Form erklären. Das hat Lara über den Leitfaden gemacht. Ich persönlich finde, die Journey ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool und das gab es noch nicht 2019, aber wir haben das inzwischen natürlich trotzdem eingeführt und Mitarbeiter, die sich jetzt neu kommen, also kriegen so eine Art Intranet-Onboarding damit auch. Ja, genau, die Aufkleber für den Laptop hatten wir auch, kann ich auch mega empfehlen. Und ansonsten haben wir darüber schon ganz viel gesprochen. Das brauchst du einfach, das brauchst du aber für das ganze Projekt. Genau, und das ist quasi so ein bisschen das, Leute finden, die das promoten, das ist super, super wichtig. Und die Tonalität auch total wichtig. Und da müsste ich auch noch mal was sagen. Das hat mir einer unserer Customer Success Manager gerade erst mal gebracht. Sie fragt immer am Anfang, wollt ihr denn die Mitarbeiter duzen oder siezen? Und das ist auch so eine Sache, die man sich ganz am Anfang, ist das neue Intranet und die neue App zum Beispiel auch die Möglichkeit, diesen neuen Schritt einmal zu gehen? Und bei MAN konnte man sich da, also wir konnten uns nicht einigen, sage ich ehrlich, wir konnten den Schritt zum Du nicht gehen, aber ein Teil hat ihn gemacht. Also unsere Sales-Mannschaft hat damals gesagt, hey, nee, wir wollen nicht mehr siezen, ja? Und die haben dann eine Umfrage gemacht im neuen Intranet und in der App. Hey, wie wollt ihr künftig von uns als Sales-Kommunikation angesprochen werden? Und es war ganz knapp. Also es war 53% für Du und der Rest für Sie. Und die sind dann, aber der Sales-Vorstand hat dann gesagt, gut, nein, wir sind jetzt per Du. Also und ab jetzt, also die haben es dann durchgezogen, der Sales-Newsletter, die Sales-News. Das ist doch richtig Kultur. Das fand ich toll. Das sind so Kulturthemen, ne? Ja,
Okay, und dann würde ich nochmal zurück auf meine, also ihr könnt euch das ja auch alles, ihr habt ja jetzt den Link, genau. Das heißt, das habt ihr jetzt. Und meine letzte Folie ist eigentlich, was ist jetzt nicht was Neues? Genau, jetzt noch mit Blick auf der Zeit, lass uns mal gucken, schaffst du die in einer Minute? Ja, also egal für was ihr habt, ob es ihr selbst seid, die Stakeholder, die Mitarbeiter, ihr führt was Neues ein, versucht dieses Interesting so groß wie möglich zu machen, ja. Und sei es auch für euch selbst, also sei es, ihr seid quasi selbst und zweifelt, oh, jetzt habe ich dieses riesen Intranet-Projekt, wie soll ich denn das machen und es blockiert mich jetzt ein Jahr. Egal, ihr werdet immer negativ, positiv haben, versucht immer dieses Interesting so groß wie möglich für euch zu machen. Und wenn ihr live seid, dann werden 25% der Mitarbeiter dieses neue Intranet ganz toll finden. Die werden sich nicht bei euch melden. Und 25% werden es schrecklich am Anfang finden und die werden sich melden. Und das zu wissen ist auch einfach super wichtig. Also egal, wie gut ihr das vorher gemacht habt, inwieweit ihr alle Stakeholder dabei habt, die ganzen Nörgler, die melden sich bei euch. Und da einfach gut gestufft sein, zu sagen, hey, die ersten 3 Wochen müssen wir mal durch diese Welle durch. Ich habe dann mir ein größeres Support-Team geholt, also diesen First-Level-Support aufgestufft. Und wenn meine Chefs gefragt haben, und wie läuft's, wie ist das Feedback? Ich habe einfach immer gesagt, gut. Ja, weil das hätte die total nervös gemacht, wenn ich denen erzählt habe, hey, da sind 180 Mitarbeiter, die finden das Formular nicht oder die sind damit unzufrieden, dann hätten die das total nervös gemacht und ich wusste ja, dass es kommt, ja, also ich wusste einfach, durch diese Welle, die ersten 3 Wochen musst du durch und dann kommt auch wieder das Schöne, also dann kommt auch wieder das fürs Herz, weil da manche Nörgler melden sich nach 3 Wochen und sagen, ach, jetzt habe ich mich an das neue Plattform gewöhnt, ist ja super, also es ist ja viel toller als das Alte. Oder ich hatte auch Editors, oder also auch im Team Leute, die halt wirklich nicht gut mitgezogen haben und die du am Schluss einfach zwingen musstest, zu sagen, hey, das Alte wird jetzt abgeschaltet. Ja, es ist jetzt so. Und dann später waren die super happy damit. Also einfach zu wissen, dass man durch dieses Tal der Tränen einfach auch mal durch muss bei so einem Launch, hilft einem. Also, dass man darauf vorbereitet ist. Genau. Hat euch denn das jetzt heute geholfen, hier, also es sind ja noch ganz viele da und ich habe mich auch immer so ein bisschen gefreut, dass nicht so viele zu Sebastian abgewandert sind. Das heißt, ich hoffe, das war spannend. Genau. Habt ihr denn noch eine Frage, die wir hier am Schluss noch klären sollten?